Alter, wie viele Kühe sind hier bitte? Ich habe richtig die Mauern aufgebaut, Alter. Oh bei nein! Ist komplett DDR, Maxime. Erinnerst du dich schon? Ja, gut, damit kenne ich mich ja auch so. Ich dachte, nur den König. Alter. Nein, alle! Mein bester Freund. Alter. Alter, dieses Mega-Vieh. Das rootet mich einfach immer. What the fuck? Boom. Das ist ein GG, Alter. Und damit wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Steam-Montag am Dienstag. Ja, die Worlds bringen alles so ein kleines bisschen durcheinander. Aber heute wollen wir einen kleinen Blick auf Rock of Ages 2 werfen. Das ist offensichtlich der Nachfolger von Rock of Ages, ein Game, was 2011 bereits rauskam, also schon relativ alt ist. Und viele haben sich auch gefragt, warum sollte man zu diesem wundervollen Game einen Nachfolger bringen? Das war doch an sich schon super rund. Versteht ihr rund? Wie ein Boulder? Aber Teil 2 hat alle Aspekte, was wir an dem alten Game gut fanden, deutlich verbessert. Rock of Ages 2 ist vom Spaßfaktor her GG. So, jetzt Maxim! Ich komme durch, ich komme übers Late. Aber okay, ich bin hinter dir. Ist ja richtig viel Felsen. Schieb dich an. Maxim macht Platz. Der Kackelefant. Für diejenigen, die aber unter einem Stein leben, erkläre ich mal ganz kurz das Spielprinzip. Denn die Geschichte der Welt wurde verändert. Kriege werden geführt, indem man einen riesigen Felsen einem Abhang hinuntersausen lässt und die Festung des Gegners zerstört. Das ist das Spielprinzip. Ihr kullert irgendwo runter, reißt das Tor ein und zermatscht den gegnerischen General oder das gegnerische Oberhaupt. Absolut sneaky, aber der Weg dahin hat eine gewisse taktische Tiefe. Denn im normalen 1 gegen 1 Gefecht wird quasi gleichzeitig gekämpft. Das heißt, zunächst präparieren beide Generäle die Rennstrecke. Ihr habt nämlich verschiedenste Möglichkeiten, es dem gegnerischen Boulder, dem gegnerischen Stein, so schwer wie möglich zu machen. Ihr könnt Mauern aufbauen, Katapulte, ja, irgendwelche Stiere oder Kühe, die im Weg stehen, Ballons mit Löwen dran, die euren Stein zerkratzen und natürlich die Dynamik ein bisschen durcheinander bringen. Der erste Abschnitt eines Gefechts ist nicht selten eine Vorbereitung wie bei Tower Defense. Und sollte das geschafft sein und euer Stein fertig gemeißelt werden, wird dieses Game zu einem Racing Parkour Game. Das heißt, euer Boulder wird released und ihr steuert den Abhang hinunter mit dem Ziel, gegen das gegnerische Tor zu knallen. Naja, auf dem Weg dahin müsst ihr alle Hindernisse überstehen, die der Gegner für euch vorbereitet hat. Hierbei gilt es zu sagen, dass ihr möglichst wenig Schaden kassieren solltet, beziehungsweise die Strecke nicht verlassen dürft, denn das richtet natürlich auch Schaden an eurem Boulder an. Und je schwächer und je beschädigter euer Boulder ist, desto weniger Schaden richtet ihr beim Gegner an. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Geschwindigkeit an, wie schnell ihr runterkommt, sondern auf euren Zustand und eventuell auch darauf, wie viel Einheiten ihr vom Gegner zerstört habt. Denn er baut ja quasi immer mehr. Solltet ihr aber Katapulte oder Mauern vernichten, bekommt ihr Gold. Und dieses Gold könnt ihr einsetzen, um eure Verteidigung zu stärken. Und dadurch bekommt das Game eine ziemlich nice Dynamik. Denn ihr müsst nicht nur darauf achten, wie ihr die Strecke runterkommt, sondern auch beobachten, wo hat denn der Gegner Probleme? An welcher Stelle der Karte muss ich noch mehr Türme bauen oder noch mehr Hindernisse? Oder wo sind Verteidigungsstellungen quasi völlig nutzlos, weil er vielleicht eine Abkürzung nimmt? Denn die meisten Strecken haben solche Abkürzungen. Das heißt, hier gibt es schon mal sehr, sehr viel taktische Vielfalt. Kommen wir aber zu den zwei Hauptmodi in diesem Game. Der erste ist dabei Local, das heißt, hier habt ihr Singleplayer-Möglichkeiten. Dabei gibt es normale Gefechte, eine Art Hindernislauf bzw. einen Racing-Mode, wo ihr gegen einen anderen Boulder die Strecke so schnell wie es geht hinter euch bringen müsst. Das Ganze auf jeden Fall eine gute Abwechslung. Aber das Schönste ist der Story-Mode. Denn Geschichten werden bei Rock of Ages auf die gestörteste Art und Weise erzählt, okay? Und geschichtliche Fakten so ein kleines bisschen zerrissen. Ja, der Artstyle ist dabei absolut witzig und erinnert mich irgendwie stark an Angela Anaconda bzw. an den Animationsstil. Das heißt, Kunstfiguren werden zum Leben erweckt und das auf die absolut gestörteste Art und Weise, okay? Es ist einfach abgefuckt as hell. Macht das Ganze aber sehr, sehr amüsant und der Story Mode beinhaltet quasi ein kleines Open-World-Konzept. Ihr könnt mit eurem Stein durch die Gegend fahren, Gegner besiegen und damit natürlich neue Dinge freischalten. Entweder neue Verteidigungssysteme oder gar neue Boulder. Und das ist, finde ich, das Schöne an dem Spiel. Jeder kann seinen Spielstil finden, nicht nur was die Verteidigung an sich angeht, sondern mit welchen Steinen er am liebsten arbeiten möchte. Na, will man einen, der besonders viel Schaden macht, aber langsamer ist oder einen, der sogar Flecken hinterlässt, wo der Gegner nichts mehr bauen kann? Es gibt sogar einen fucking Würfel, okay? Aber der ist bei einigen Leveln schwerst mehrfach ungeeignet. Naja, und mein Favorit ist die Variante mit den Flügeln. Denn hier könnt ihr alle paar Sekunden einen Doppeljump vollführen und damit bin ich sehr gut gefahren, sagen wir es mal so. Auch wenn natürlich der Schaden etwas geringer ist, kommst du durch das Level meistens fantastisch. Naja, der Story-Mode ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, aber richtig witzig wird es dann beim Multiplayer. Hier haben Niklas, Malte und ich schon ein kleines bisschen ausgetobt. Ist hier hinter auch Gold? Ja. Alter, wie du da durchbeloss, ist das hier von...
Alternativ GmbH gebaut. Aber speziell hier ist der Spielspaß wirklich sehr schön. Vor allem hat man die Möglichkeit, immer mehr zu erkunden, okay, wie funktioniert denn die KI und wie bringe ich denn natürlich meinen menschlichen Gegner dazu, komplett zu tilten. Denn in diesem Spiel hat man die Möglichkeit, statt Verteidigungsstellung auch Goldminen zu nehmen, die dir immer mehr Gold geben. Aber was gegen Computergegner wunderbar funktioniert, aber gegen Menschen nicht so. Die wissen natürlich ganz genau, ah, jetzt mache ich deinen Income fertig. Oh, wird hier Gold abgebaut? Nee. Da muss ich mal eine kleine Untersuchung anstellen, ja? Absolut kein Gold hier. Malte, Niklas und ich hatten auf jeden Fall super viel Spaß daran und man kann sich halt sehr, sehr schön austoben, beziehungsweise die Gegner komplett zur Weißglut bringen. Gerade die Kühe haben uns das absolut angetan, weil die dich natürlich massiv verlangsamen und du dadurch länger brauchst für ein Level und auch weniger Schaden am Ende machst. Eine Kackkühe, Mann! Das ist einfach 5 Euter an mir gerade. Also, jetzt kommt noch ein Kacklöwe. Der Plan ist also mehr Kühe. Alter, der Fick. Denn das Schöne ist, dass du zwar eine große Auswahl an Waffen besitzt, beziehungsweise an Verteidigungsmöglichkeiten, aber diese zu Beginn des Spiels auswählen musst. Deine Taktik steht also von Anfang an fest und du musst natürlich schauen, wie du am besten mit ihr arbeitest. Und das finde ich nicht schlecht, weil wenn Menschen limitiert werden, werden sie meistens sehr kreativ. Und bei Rock of Ages 2 hatte ich das Gefühl, hier kann man sich komplett austoben. Es hat einfach alle Elemente von Teil 1 genommen und deutlich besser gemacht. Gut, und abschließend stellt sich wie immer die Frage, kann ich das Ganze weiterempfehlen? Hier muss ich sagen, dass der Singleplayer wahrscheinlich irgendwann langweilig wird. Die KI ist nämlich relativ manipulierbar und es gibt zwar zwischendurch ein paar Boss-Battles und die ersten sind dabei auch relativ verhalten, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber es ist nicht schlecht, um alle Einheiten so ein bisschen kennenzulernen und diese auch freizuschalten, denn diese benötigt ihr witzigerweise auch für den Multiplayer. Was ein bisschen ärgerlich ist, da für Niklas und Malte die Auswahl zunächst am Anfang sehr gering war. Die Langzeitempfehlung kommt dann aber mit dem Multiplayer. Das bedeutet, es gibt sehr viele Strecken zur Auswahl, wie gesagt, die Kombinationsmöglichkeiten sind ebenfalls gegeben und man kann schon definitiv länger dran spielen, gerade weil man es nicht nur zu zweit, zu dritt, sondern auch zu viert zocken kann. Und das gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielraum, weil natürlich auch die Einheiten gemeinsam zur Verteidigung genutzt werden können. Aktuell gibt es beide Games im Bundle für 14 Euro und deswegen kann ich es auch empfehlen. Wäre das Ganze so Richtung 2025 gegangen, dann sollte man schon schauen, ob dieses Genre einem wirklich liegt. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, aber für 15 Euro beide Teile zu erhalten, ist gerade absolut fein. Gut, und wenn ihr gesamtes Gameplay sehen wollt, dann schaut einfach in die Beschreibung, da habe ich eins verlinkt. Ja, mein Zweitkanal wird damit jetzt so ein kleines bisschen vollgespickt. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Bouldern.